Mit dem Mandantenabgleich synchronisiert ihr Aufträge, Tracking-Informationen und Bestände zwischen den WABI-Mandanten hin und her. Und wir erklären euch kurz in dem Video, wie das genau funktioniert. Eure Unternehmensstruktur ist so aufgebaut, dass ihr mehrere Firmen in Europa habt. Eine sitzt in Holland und eine große Firma hier in Deutschland mit einem Zentrallager. Der Holländer ist ein eigener Geschäftsführer, hat seinen eigenen Mandanten, betreibt vielleicht einen holländischen Online-Shop. Und dieser kleine holländische Online-Shop möchte aber natürlich das große Sortiment des deutschen Händlers mit bedienen und muss dann die Aufträge immer hin und her synchronisieren. Wie macht er das in der Regel? Entweder geht eine E-Mail raus an den Deutschen oder es wird vielleicht mit einer CSV exportiert, die dann der Deutsche wieder importieren muss. Alles ein bisschen sehr hakelig, läuft nicht sehr flüssig. Mit unserem Mandantenabgleich läuft das folgendermaßen ab. Bei dem Holländer ist der Deutsche als Lieferant gelistet. Wenn der Holländer also eine Bestellung beim deutschen Händler aufgibt, dann wird der Auftrag von dem Holländer rausgepickt, beim Deutschen direkt als Auftrag platziert mit Lieferadresse in Holland. Der Deutsche wickelt das ganz normal ab mit seinem Bestand. Und sobald der Versand in Deutschland erfolgt ist, werden die Tracking-Informationen wieder zum Holländer zurücksynchronisiert. Der Holländer weiß, alles klar, es wurde versendet und die Synchronisation läuft vollautomatisch im Hintergrund. Zusätzlich dazu würden auch noch die Bestände synchronisiert. Das heißt, der Holländer sieht die Lieferantenbestände als Bestände von dem Deutschen und sieht alle Bestände, die der Deutsche auf Lager hat und kann so entscheiden, ob er aus seinem eigenen Lager immer ausliefert oder ob er den Bestand des Deutschen verwendet. Das ist das Mandantenabgleichstool von Visit Media. Mit dem Mandantenabgleichstool könnt ihr also so eure Prozesse deutlich beschleunigen. Und es ist auch egal, wie viele Mandanten oder wie viele Firmen es sind. Es könnten zum Beispiel auch 5 Firmen sein. Eine in Holland, eine in Italien, eine in Spanien, eine in Frankreich. Und alle Firmen könnten sich zum Beispiel am Zentrallager bedienen. Es wäre sogar auch möglich, konstruktiv in Europa zu arbeiten und alle Lager gleichzeitig zu synchronisieren, dass alle Händler in Europa sehen, was die anderen auf Lager haben und so zentral sich an einem Bestand bedienen können, was dazu führt, dass ihr eure Bestände deutlich optimieren könnt und so auch eure Lagerkosten reduzieren könnt.